Ja, hallo zusammen. Also eben, Severin Blindenbacher, auch bekannt unter dem Nicknamen Blindi. Und ich habe mir überlegt, wo das Team auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich einen Speech halten soll, habe ich gedacht, ja, okay. Mache ich, aber wie und in welcher Form und über was soll ich überhaupt berichten, was könnte spannend sein und was nicht. Dann habe ich überlegt, ich erzähle einfach ein bisschen über mich, oder? Also, ich habe mit 6 Jahren angefangen, Eishockey zu spielen beim EAC Bülach. Bin schon relativ früh so als Talent abgestempelt worden. Das heisst, ich habe schon früh in 2 Mannschaften Hockey gespielt. Bis irgendeines Tages dann das grosse, dort mal noch EAC Kloten, auf mich zugekommen ist und mich eingeladen hat in ein Probetraining. Ja, und von diesem Zeitpunkt an habe ich einfach in Kloten gespielt. Was das für meine Mami geheissen hat, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe nicht in Bülach gewohnt, sondern außerhalb. Meine Mami hat mich von diesem Zeitpunkt an nicht mehr auf Bülach fahren, etwa 10 Minuten, sondern sie hat mich auf Kloten fahren, etwa 25 Minuten Weg hin und zurück. Also einen Weg hin und ja. Auf jeden Fall habe ich dann in Kloten gespielt, Junioren, auch dort war es so, ich bin immer aber in die jüngeren Mannschaften verstärken. Als ich 17 war, ich mag mich noch gut erinnern, ist der Wladimir Jursinov vor mir gestanden. Und der Wladimir Jursinov ist die Trainerlegende, der Ausbildner von jungen Talenten. Da haben wir gesagt, Severin, heute Abend spielen mit der ersten Mannschaft, bitteschön. Er hat sich umgedreht, ist davon gelaufen. Ich bin dann wieder in die Elite-Garderobe und habe so gesagt, Jungs, ja, ich kann heute Abend mein Nazi-A-Debüt. Und ich meine, ich muss mir vorstellen, oder? Ja, Nazi-A. Ich bin so heimgefahren und dachte, okay, Nazi-A, mega cool. Ich habe mich so gefreut. Von diesem Zeitpunkt an bin ich dann einfach in der Nazi-A gewesen. Zählt so drauf, auch Nazi-A, oder? Habe ich gespielt. Irgendwann kam das Telefon von Ralf Krüger. Er hat gesagt, hey Blindi, welcome to the Swiss National Team. Irgendwie so à la... hat mich aufgeboten für die Nationalmannschaft. Und ich meine, ich habe die Nationalmannschaften ja gekannt. Ich habe alle Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen. Ich bin auch dort zum Teil als Jüngster mit 2-3 Jahren Älteren zusammen gewesen. Aber das A-Nationalmannschaftsding, das ist dann schon mal so ein Schritt. Ja, ja, läufst du dann dort so in die Garderobe und oftmals sind so deine Vorbilder, so Teamkollegen, oder? Parallel dazu hat sich aber dann nachher die Frage gestellt, ja, hey, was machst du eigentlich noch für eine Ausbildung? Und dann hatte ich die Möglichkeit, auf einem Reisebüro das KV anfangen. Habe dann das mit Mühe und Not abgeschlossen. Ist etwa 3-4 Jahre gegangen. Auf jeden Fall hat die Karriere im Hockey einfach seinen Lauf genommen. Und dann ist es zu dieser Situation gekommen, wie es im Hockey auch im Fußball so ist. Man hat einen auslaufenden Vertrag und ich habe gefunden, ich rühre mich jetzt mal auf den Markt. Oder? Ich hatte keinen Agent gehabt. Ich muss sagen, ich habe nie so eine Richtung mit einem Agent zusammen geschafft. Ich habe einfach jemanden, näher Bekannten gehabt, der mich betreut hat. Auf jeden Fall, ja. Ich habe eine gute Saison gespielt bei Kloten, ich bin zum Leader angewachsen, ich habe in der A-Nationalmannschaft gespielt. Oder? Ich kann mir vorstellen, jeder Club hat sich mehr oder weniger so ein bisschen um mich bemüht. Ich habe mich dann dazu entschieden, zum ZSC zu wechseln. Und wieso? Ich habe wieso gefunden, nein, ich kann Zürich nicht verlassen. Das haben wir Zürcher, glaube ich, so ein bisschen. Also, nein, unsere Stadt. Nein, ich gehe jetzt mal zum Z. Also bin ich beim Z gelandet. Erste Saison. Eine riesige Katastrophe. Wir sind anstatt Meister geworden, wie alle gesagt haben, sind wir in den Playouts gelandet. Was hat das für mich bedeutet? Mich haben Kloten-Fans gehasst, weil ich von Kloten zum Z bin, quasi der Verräter. Und mich haben Z-Fans gehasst, weil ich von Kloten zum Z gekommen bin, auch ein Verräter. Und ich habe mich selber in dieser Saison gehasst, weil ich nicht gut Hockey gespielt habe. Auf jeden Fall hat es den Lauf genommen, dass ich dann wieder zu einer wieder mir haben Gedanken machen musste, soll ich beim ZSC bleiben oder soll ich einen Schritt weitergehen? Auf jeden Fall, und das ist nicht Karriereplanung, wie man sich das so klassisch vorstellt. Ich habe einfach gefunden,
jetzt bin ich wie lange schon in dieser Nazi an? Und irgendwie fängt mich das an langweilen. Und ich habe eigentlich so gefunden, hey, mach doch mal, probier doch mal einen Schritt ins Ausland. Dann ist zur Diskussion gestanden, Russland, eventuell Nordamerika und Schweden vor allem. Also es hat Clubs gegeben, die extremes Interesse gezeigt haben. Ich habe den Vertrag bei Ferjestad BK unterschrieben. Das ist ein riesen Traditionsverein in Schweden. Ist auch schwedischer Rekordmeister. Ich habe dort diese Saison gespielt. Ich muss sagen, ich habe ein Jahr plus ein Jahr Option unterschrieben. Und nach der Saison habe ich mich wieder fragen, soll ich jetzt in Schweden bleiben und nochmal ein Jahr spielen? Soll ich zurück wieder in die Comfortzone, wo ich hergekommen bin? Oder soll ich eventuell nochmal etwas wagen? Und dann habe ich gedacht, ja, Schweden gefällt mir eigentlich. Zurück in die Schweiz, nein, das will ich gar nicht unbedingt. Und dann ist das Telefon von Dallas. Dallas Stars, eine Organisation in Nordamerika. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist das Thema Nordamerika immer irgendwie so ein bisschen weiter weg gewesen. Es hat mich auch nicht so richtig gereizt oder interessiert. Auf jeden Fall habe ich mich dann gleich dazu entschieden, um nach Dallas zu fahren. Gutes Gespräch gehabt mit dem GM und ich habe wie gefunden, hey, ich komme dort eine Chance über. Also es hat sich wie so angefühlt, als würde ich dort eine Chance überkommen. Auf jeden Fall eingerückt im Trainingslager, ein knallharter Selektionsprozess. Und mich hat es dann als Letzter gereicht. Ich bin ins sogenannte Farm-Team abgeschoben worden. Und das heisst, dass ich mich wieder neu musste zurechtfinden in dieser Mannschaft. Auf jeden Fall habe ich dann die Saison angefangen. Ich habe etwa 27 Spiele gespielt. Und dann ist es zum Unglück gekommen. Ich hatte einen Autounfall in Austin. Auf jeden Fall bin ich dann daheim gewesen. Ich war 2-3 Wochen out gewesen zum Hockeyspielen. Ich habe mich dann wieder gefangen, erholt, angefangen zu trainieren. Ich habe es zurück in die Mannschaft geschafft. Und dann ist ein zweiter Unfall passiert. Und das war eine Hirnerschütterung gewesen. Und ich muss mir vorstellen, wenn man in dem Nordamerika in diesen Mannschaften spielt, das ist irgendwie so ein bisschen jedem Fremden. Und der Konkurrenzkampf ist auch, es ist nicht das Gleiche wie in der Schweiz, wo man sich um einen kümmert und alle fragen, wie es geht. Eigentlich ist dort wie so ein bisschen, zum Glück hat es ihn wieder genommen. Oder so, der Konkurrenzgedanke, den spürt man wahrlich. Danach bin ich dort gelegen, in meinem Apartment. Ich mag mich noch erinnern, 0% Sonnenschein den ganzen Tag irgendwie. Bis mir dann plötzlich so die Decke auf den Kopf gefallen ist. Und ich habe mich wirklich automatisch gefragt, hey, um was geht es jetzt eigentlich, oder? Eigentlich geht es ja um den grossen Traum NHL. Und ich habe mich so gefreut und so gut darauf vorbereitet, um einfach das Ziel irgendwann zu erreichen. Ich habe gewusst, ich habe es nicht von Anfang an in die NHL-Mannschaft geschafft. Ich hätte den Weg quasi über das Farm-Team gehen, wie man dem sagt. Aber ich habe immer daran geglaubt, dass ich eine Chance habe. Aber das Ziel ist so weit weg gewesen und gleichzeitig sind oftmals alle Vereine gekommen, Telefon gekommen, sie sind sogar über zu mir auf Nordamerika geflogen, um mich zu buhlen, oder? Und dort habe ich wie so gefunden, hey, jetzt hast du so einen grossen Schritt aus deiner Comfortzone gemacht und du hast schon so viel erreicht. Jetzt kannst du mit gutem Gewissen auch wieder zurückgehen. Ich musste leider den Traum von der NHL begraben. Für mich war das aber eigentlich nicht so schlimm. Was eigentlich viel schlimmer war, ist wie mein innerer, so mein Zustand. Also ich bin wirklich fast so ein bisschen in eine Depression hineingefallen, weil ich mich so als Verlierer gefühlt. Ich habe nicht mehr gewusst, was oben und unten ist. Eigentlich hätte ich die NHL und ich habe alles wirklich dafür gemacht, um dort hinzugehen. Aber die Realität war anders. Ich bin im Flieger gesessen und bin wieder heim. Ich habe die Saison so abbrechen. Ich war wirklich so ein bisschen, ja, in einem Loch. Also wirklich in einem Loch. Und ich meine, das klingt so blöd. Aber mir ist wirklich nicht gut gegangen. Auf jeden Fall, ich habe gewusst, Blindi, es muss noch das Leben nach dem, und es gibt noch das Leben nach dem Hockey. Aber du musst dich wie irgendwie in die Schiene begeben, wo du dir eine gute Möglichkeit zurechtlegst. Und ich habe mich dann dazu entschieden, eine Weiterbildung zu machen. Okay, ich habe gewusst, ich habe das KV mit Mio und Not durchgeboxt, aber ich muss. Ich habe keine Matur gehabt, darum Fachhochschule.
wäre ich vielleicht auf dem Syrdossierweg aufgenommen worden, aber es war vielleicht wie eine Nummer zu gross gewesen für mich. Ich habe mich dann dazu entschieden, die Höhere Fachschule für Wirtschaft zu machen. Das war im Jahr 2012, 2013 gewesen. Übrigens bei der MBSZ, der Schulleiter ist auch da, der Herr Gerber. Okay, die drei Jahre, während ich die HF gemacht habe, habe ich Hockey gespielt. Also ich habe Hockey gespielt beim ZSC, ich habe Hockey gespielt in den Nationalmannschaften, WMs haben wir gespielt, Olympische Spiele waren dort auch noch drin gewesen. Also ihr könnt euch vorstellen, es war ein riesen Pain gewesen. Also ich bin zweimal in der Woche am Montag und am Mittwochabend, jeweils vom Viertel ab 4 bis um 9:30 in die Schule und habe nebenan Hockey gespielt. Aber es hat müssen sein, ich habe gewusst, es wird mich weiterbringen. Und es hat mich auch weitergebracht, weil ich habe irgendwo durch wie so ein bisschen Ablenkung von meinem Profisportleralltag. In dieser Situation hat mir das sehr viel gebracht. Okay, ich habe das abgeschlossen und bin auch extrem stolz gewesen, eben weil es einfach so ein Hustle war. Was ich noch muss sagen, immer wenn wir Abschlussprüfungen hatten von der höheren Fachschule, bin ich in den Playoffs voll involviert gewesen. Und das hat dazu geführt, dass ich mich nicht auf Bilsen konzentrieren konnte. Ich musste die Prüfung immer zum einen mir oftmals den Stoff selber aneignen, mittels Nachhilfelehrer etc. Und zum anderen konnte ich die Prüfung nicht denken schreiben, also ich musste sie immer nachholen. Anyway, dann laufen es genug. Bis dann in der Saison 17-18 ein weiterer Unfall passiert ist, eine weitere Hirnerschütterung. Und ich möchte jetzt, es ist nicht der Einsatz gewesen, aber ich möchte jetzt sinnbildlich zum Unfall euch einfach nochmal ein Video zeigen. Und weil es heute Morgen oder heute in der ersten Session nicht funktioniert hat, bin ich jetzt ganz vorsichtig. Okay. Es geht alles sehr schnell und es sieht alles auch brutal aus. Nochmal. Okay. Also. Ich sehe mich da vor dem Goal. Luki Flühler im Goal. Schön, bist du auch da, Luki. Es geht alles sehr schnell. Voll konzentriert. Nimm den Böck. Boom. Lauf voll in Hammer. Ich schaue mich an wie ein angezählter Boxer. Schuss à la Berger, Flühler. Liegt immer noch hinter dem Goal. Das Spiel geht. Läuft schnell. Läuft weiter. Und das ist krass. Es kommt zum Konter. Flühler, à la Berger, Tor! Und er haut sie ein. Schade, dass sie nicht gehabt, Luki. Nein, aber währenddessen, wo ich rausgelaufen bin, ich habe gar nicht mehr gewusst, was ich mache. Und wenn man eine Hirnerschütterung hat, das ist das Gefühl, das ist wohl das Trübste, was es überhaupt gibt. Du bist irgendwie im Moment, aber irgendwie auch nicht. Und ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen und ich schäme mich, wenn das passiert. Auf jeden Fall muss ich noch einmal drücken da. Also. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, eben in dieser Saison 17-18 ist die Hirnerschütterung früh passiert und ich musste die ganze Saison abbrechen. Und ich war langzeitverletzt gewesen. Und wenn man im Eishockey langzeitverletzt ist, kommt irgendwann ein Case Manager, wo man versichert ist, in unserem Fall von der Allianz, auf dich zu und tut den ganzen Fall mit dir besprechen. Und sie fragt vor allem auch, hey, kannst du irgendwie sonst, also kannst du funktionieren im Alltag oder nicht? Und ich habe dann relativ bald dann so gefunden, also relativ bald, nach einem, zwei Monaten habe ich so gefunden, ja, ich würde eigentlich gern meine Zeit nutzen für mich, oder? Das heisst auch wieder, oder? Ich bin aus dem Tagesprogramm rausgefallen. Du bist einfach daheim, machst noch Therapie, aber sonst machst du nicht viel, wenn du Profisportler bist. Das hat mich dazu bewogen, dass ich bei Onrunning ein Training angefangen habe. Dann bin ich dort an, ersten Arbeitstag, nervös wie ein Schulbub vor seinem ersten Schultag. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wie der Karren läuft. Nichtsdestotrotz, ich habe mich eingelebt und ich konnte erste Erfahrungen können sammeln im Arbeitsalltag. Sehr spannende Firma auch, international, jung, dynamisch, topmodernes Büro. Also ich habe mich wohl gefühlt und das hat mich dazu ermutigt, entgegen den Empfehlungen der Ärzte, einfach nochmal das Hockey-Comeback anzupeilen. Und ich mag mich erinnern, als ich in der Schultest war und mir unser Mannschaftsarzt gesagt hat, hey Blindi,
Es war jetzt die sechste Hirnerschütterung. Langsam ist es Zeit zum Aufhören, habe ich wie gefunden. Nein, eben nicht. Ich will einfach nochmal Hockey spielen und ich will nochmal gewinnen. Auf jeden Fall habe ich das Comeback in Angriff genommen. Habe gespielt bis zu der nächsten Vertragsverlängerung. Oder eben nicht. Und das war das grosse Fragezeichen bei mir. Soll ich nochmal einen Vertrag verlängern oder nicht? Aber ich hatte wieder so Spass am Hockey. Ich habe die Gefahren von diesen Verletzungen nicht gesehen. Ich war nicht naiv, kann ich sagen. Oder würde jetzt mal behaupten. Ich wollte einfach nochmal gewinnen, weil ich lieber Hockey spielen. Und der ZSC hat mir dann die Möglichkeit gegeben, zumindest mal mit dem Verein zu verhandeln. Meine grosse Frage war immer, soll ich aufhören oder nicht? Und ich habe wieder so gefunden, nein, ich will noch nicht aufhören, weil ich will einfach nochmal gewinnen, ja. Auf jeden Fall habe ich verhandelt, ich habe hart verhandelt mit dem Z. Ich habe es auch selber gemacht. Zum ersten Mal ganz allein. Auch eine gute Erfahrung gewesen. Ich habe den Vertrag unterschrieben, ich habe die nächste Saison angepeilt. Bis zum 14.01. von diesem Jahr im Spiel gegen Langnau im Hallenstadion die siebte Hirnerschütterung. Und ich meine, es ist mir fast peinlich, wenn ich euch sage, die siebte Hirnerschütterung. Da denken ihr alle so, hey, was läuft mit dem? Aber es ist eben nicht so. Mir geht es eigentlich nicht schlecht. Ich habe einfach das eine oder andere Symptom, wo ich noch damit struggle. Und das ist auch das, warum ich momentan noch nicht zurück quasi bin im Profisport. Also ich bin mich am Vorbereiten auf die Saison. Und ich habe nach wie vor versucht, die Karriere nicht aus den Augen zu verlieren, im Sinne von, ich will einfach noch mal zurück. Und ich will einfach noch einmal gewinnen. Das ist so mein grösster Traum. Parallel dazu bin ich ja jetzt auch beim Athletes Network. Und mein grosses Ziel, abgesehen vom Lernprozess, den ich jetzt mit diesen Jungs mache, Events organisieren, etc., etc., alles, was das Startup mitbringt. Mein grosses Ziel ist, zum Sportler wie irgendwo durch können unterstützen, genau eben in so Phasen, wenn es eventuell könnte heissen, hey, wäre es nicht gescheiter, würdest du deine Karriere beenden, aufgrund von Verletzung, aber auch aufgrund von einfach Alters oder irgendetwas. Wir wollen euch einfach unterstützen. Das war ein kurzer Einblick für meine Karriere. Ich hoffe, es war spannend und sage ganz herzlichen Dank.